So, moin moin, hier bin ich wieder. War ja nicht anders zu erwarten, um mein Let's Play fortzusetzen. Und zwar, um ein neues Teil der Titanrüstung zu holen. Die wir ja holen müssen. Ne? Da haben wir auch gleich einen Oger. Speichern wir doch mal direkt. So. Dann gibt's jetzt mal kräftig auf die Fresse. Nee, ich glaube, es hackt hier. Nee, hackt nicht, ne? Nee, nee, nee. Von so einem Fetzer lass ich mich doch nicht kaputt machen. Ja, glaub es nicht. Na, mal sehen, was unser Feuerball mittlerweile kann. Das ist ja schon auch auf Stufe 10 jetzt. So, jetzt warten wir mal, bis er dann dran ist und. Hat der schon was abgekriegt? Dank Flächenschaden. Wow, hau ab hier. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Weiche von mir. Bestie. Hua. Ja. So. Hier ist eben dann das nächste Grab. Wo wir jetzt auch reingehen werden. Und ich glaube, da hinten wird einer stehen, der auf uns wartet. Irgendwie sowas lag mir da an. Ich glaube, dieser Bronco war das. Ach ne, den haben wir ja umgenietet. Verarsch mich nicht. Man merkt, dass ich es lange nicht mehr gespielt habe jetzt. Eine kurze Pause vom Let's Play gemacht. Und schon kann man es nicht mehr richtig. Nee, nee, nee. Und kriegt nur noch auf die Fresse. Echsenmenschen, juhu! Let's Play, ja, überschreibe ich doch mal Juste. Eine Leiche. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, weißt du? Hat sich das Obsidianschwert jetzt verabschiedet? Ach ne, liegt da unten. Hier ist nichts mehr. Wenn wir jetzt hier diesen Bronco oder ich glaube Bronco hieß der, am Anfang nicht umgenietet hätten, dann würde er jetzt hier auf uns warten und uns versuchen umzulegen. Naja, wäre eine ziemlich aussichtslose Aktion, aber wem es gefällt. Oh, noch ein, nochmal was schlucken. Spielen, speichern. Und wenn wir Krieger gemacht hätten, dann hätte uns so ein anderer Typ versucht umzulegen, aber... Levitation. Los, komm hier hin, du Mistvieh. Jetzt ist hier aber vorbei. Jo. Ich frag mich, wie tief es diesmal in den Vulkan geht. Weil ich habe so langsam das Gefühl, dass diese Insel gar nichts anderes ist, außer ein einziger Vulkan. Ey, versuch mich nicht nochmal zu treffen. Endet böse. Ah, eine Aschebestie. Lebt in der Asche. Mal sehen, wir probieren jetzt mal unsere Titanarmbrust aus. Rechtsklick anvisieren und... ist das geil. Das Viech kommt hier jetzt nicht hoch, oder? Oh nö! Headshot. War das geil? Mitten im Sprung, voll in die Fresse. So muss das sein. So und nicht anders. So, ein paar Skorpione. Was machen die denn? Schwänzeln die oder was? Oh, yeah.
stehst mir in der Sonne. Brat. Hurra, ist noch so ein Viecher. Ja. Eine Schatztruhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Oh, nö. Es ist zu schwer. Da fällt mir ein, wir haben Schlösser öffnen immer noch nicht auf Stufe 3. Naja, auch egal. Geht's hier lang? Könnte sein. Ach nee, hier geht's zu der Aschebestie. Genau. So. Da hoch. Renn schneller, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Noch mehr Viecher. Bin ich nicht von hier gekommen? Diese Höhlen sehen überall gleich aus, ey. Oh, wie hoch ob man. So. Viecher. Viel mehr Viecher. Ich glaube, es hackt. Wolltest du mich treffen? Nee, 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 so geht das. So. Na, was weiß ich, wie viel Anlauf versuchen? Alter, wer brüllt denn da so rum? Schrei nicht, du kriegst schon früh genug auf die Fresse. Ja, ein Teleportstein. Kann man immer gut gebrauchen, die Dinger. Hm. Und nochmal von vorne. Hm. Geschafft. Diese Brontons gehen mir so auf die Eier. Jetzt kann man mal sehen, wie nützlich dieser Feuerball ist, ey. Und... dumm gelaufen. Also ich sollte definitiv mein Mana erhöhen, also denn dieser Feuerball ist echt heftig. So, da ist diese Aschebestie, das Mistviech mit der großen Schnauze. Jetzt ist vorbei, mein Freund. Wenn du glaubst, hier einen auf dicke Hose zu machen, dann zeige ich dir jetzt mal, wie das geht. So, es ist vorbei. So, da müssten wir jetzt eigentlich rein, direkt in den Tempel. Machen wir aber nicht. Weil ich sehe, dass ich tot bin. Schöne Sache. So, nochmal. Wieder das Viech mit der dicken Fresse. Wieder gibt es eins auf die Fresse. Und wieder werde ich diesmal nicht sterben, sondern hier runtergehen, um mal zu gucken, was hier noch für Viecher sind. Ich meine, man soll ja alles umbringen, was einem in den Weg kommt. Warten wir mal, bis sie alle schön auf einen Haufen kommen. Also eine ganze, ganze Menge Viecher. Es ist zu blöd zum Zuschlagen, ne?
oder auch nicht. Willst du mich eigentlich verarschen, blödes Drecksviech? Ich glaube, es hakt. Vollkommen inakzeptabel finde ich sowas. Einfach nicht zu akzeptieren. Sonst noch was Besonderes? Einmal kurz gucken. Ah ja, da oben Viecher. Viecher sind immer gut. Ah, da ist ein Wasserfall. Ich weiß, wo wir rauskommen werden. Ich hoffe, ihr wisst das auch. Ansonsten muss ich euch das gleich eben zeigen. So. So, hier kommen wir jetzt eigentlich, genau, ich habe glaube ich schon gespeichert, ich tue es jetzt nochmal. 3 Ogern. 3 Ogas. Hau ab, Mann. Geh mir, bleib mir bloß vom Leib. So. Das waren 3 Oger. Und diverse Ogerkeulen.